So, weiter im Text. Ich weiß nicht, was wir in Jötunheim vorfinden, aber wir müssen unsere Spuren verwischen. Odins Raben werden ihm berichten, dass der Turm wieder steht und er soll nicht den Lohn für unsere Mühen ernten. Also gut. Es geht los. Moment, warte mal. Das wird nicht funktionieren. Was? Es ist kein Weltenkristall da. Tyr muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Du hast doch Augen wie er, Mimir. Ich habe ein Auge. Eins. Odin hat mir das andere ausgerissen, eben damit ich nicht reisen kann. Tut mir leid, Jungs. Ich dachte, es funktioniert. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Er hat es nicht. Wer weiß, wo er es versteckt haben könnte. Wir sind so weit gekommen. Es muss doch einen Weg geben. Hört mal. Er ist vielleicht weit hergeholt, aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindri! Boah. Eine Frage. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Oh. Oh. Das. Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich. Er gab mir den Auftrag. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich. Lehnte ab. Verzeihung, und. Entschuldigt ihr mich? Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt, ist, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen drin? Finden wir besser heraus, was die Weltenschlange dazu sagt. Tja, ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung auf das Schlimmste vorzubereiten. Noch einmal zum Horn! Meine Ausrüstung ist immer aufs Schlimmste vorbereitet. Bereit! Verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen.
Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Wirklich? Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert. Okay. Also, wollen wir das wirklich tun? Uns von der Schlange verschlucken lassen? Du musst nicht mitkommen. Na, das will ich nicht verpassen. Ach, wo ging's denn jetzt hier noch runter? Atreus, folge mir. Bin gleich da. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Nein. Brüder, ich war an vielen seltsamen Orten. Aber das ist neu für mich. Ja. Ich war auch noch nie im Bauch eines Riesen. Und du, Vater? Noch nie in einem, der mich gar nicht fressen wollte. Mit so einer Antwort hätte man rechnen können. Von sowas habe ich oft geträumt. Vor Träumen braucht man keine Angst zu haben. Ich weiß. Es hat mich nur an das Gefühl erinnert. Damals, als Kind. Zogen wir die Statue. Ah, riecht gar nicht so schlimm wie erwartet. Wie fermentiertes Heidebier. Eigentlich sogar recht an. Du bist echt schräg. Ah, irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Ja. Willst du hier anlegen? Da, der Hammer. Hauptsache Hacksilber. Wäre das bloß näher?
das eben erst gar nicht gesehen, dass das so ein Schild ist zum Gegenschmeißen. So, ich kann es jetzt aber auch schon wieder rausziehen. Hier ist sonst nichts, ne? Nee. Mimir, eine Idee, wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen. Dein Auge. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Sag mal, ich hab doch hier eben noch eine Truhe gesehen, wollte ich doch sagen. Tja, ich kann nicht sagen, dass ich mich wieder ganz fühle, aber es ist eine Verbesserung. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Schicksal ist eine weitere Lüge. Ja, natürlich. Du bist wirklich der Sohn deines Vaters, weißt du. So, jetzt aber raus hier. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Wir signalisieren den. Was ist da los? Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmunganders mal? Nein, etwas stimmt nicht. Geschickt mit dir. Gar nicht gut. Puh, es ist vorbei. Wird sie geschlagen? Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genauso. Versuche, das Gleichgewicht zu halten. Ich hab dich! Was ist passiert? Waren wir das? Nein. Etwas anderes. Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Freya. Wir können dir noch trauen, oder? Halte Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es.
Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden habt mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Was ist los? Was ist passiert? Da! Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung, auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt? Mein Sohn. Mutter. Ich bin hier. Lauf nicht weg. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle? Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar, du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Du. Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Das wieder. Du musst gehen! Bitte! Nein! Ich kann zu ihm durchdringen! Hört bitte auf zu kämpfen! Du und deine Magie! Ich hasse dich! Was geht euch zwei das überhaupt an? Geht mir aus dem Weg! Nein! Ich krieg dir nicht den Tritt. Ich sagte aufhören! Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön. Ich lass das nicht zu. Nein, Junge. Na schön. Halt! Ja! Nein! Nein, Atreus! Du blutest. Atme, Junge. Atme. Nicht mein Blut. Was ist das? Ich kann das spüren. Ich kann jetzt
jetzt alles spüren. Er ist verwundbar. Im Köchergurt, ja. Die Mistel hat ihn verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt. Der Bann ist gebrochen. Dann kann man ihn töten. Ganz bestimmt. Langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Oh, geil, ey. Sie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus! Ich weiß, ich kann ihn umstimmen! Nein, Weib! Kannst du nicht! Er hat vor, dich zu töten! Du kannst mich nicht aufhalten! Niemand kann das! Wo ist er? Es ist mir egal, wenn er mich tötet! Ich werde ihn beschützen! Ich lasse ihn nicht sterben! Wie ergreifend! Das ist alles bald vorbei! Ich fühle! Das ist kalt! Zu meinem Jungen nicht weh! Das ist kalt? Kommt Yoga dazu, ey. Das hält mich auf! Mutter! Ich werd dich kriegen! Mutter! Eis, Schnee, Wind, ich kann sie fühlen! Das Timing ist krass. Durchdreht. Junge, der Kristall. Atreus. Ich bin hier oben. Wie geht's gut? Und mir geht es wunderbar. Ich hab mich nie so lebendig gefühlt. Okay, jetzt brennt er. Aufhören! Lieber!
Komm, den hatte ich. Richtig geil, ey. Ihr haltet mich nicht!
Oh, genial, voll reingesprungen. Du wirst uns nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß. Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest. Versuch mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Nein. Niemals. Denn ich werde dir niemals vergeben. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Und wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt, wehre ich mich nicht. Was? Nein, Vater!
endet hier. Wir müssen besser sein als das. Süßer Sohn! Nein. Freya. Er wollte es. Ich schwöre, hiermit dir jede Qual, jedes erdenkliche Gräuel anzutun, versprochen. Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte, in allen Welten tragen und dich dann Hels Abschaum zum Fraß vorwerfen. Das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Alles. Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Zorn. Du wirst dich nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gut genug. Und er? Junge. Hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele. Ich tötete viele, die es verdienten. Und Unschuldige. Ich tötete meinen Vater. Das war dein Vater, Neil. Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter? Nein. Wir entscheiden selbst, welche Götter wir sind. Ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. Tja, dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja, aber sie hatte diese Wahl nie. Beenden wir diese Reise, solange ich die Kraft habe. Ich verstehe nicht. Ich weiß, es war richtig, sie zu retten. Aber sie war am Ende richtig böse. Nicht böse? Du hast ihren Sohn getötet. Ihren Sohn. Den Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Er wollte sie töten. Sie wäre gestorben, damit er lebt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich dich töten? Wenn du stattdessen lebst, ja. Hör mal, es gab keine leichte Wahl. Für niemanden. Aber wir sind uns einig, dass du richtig gehandelt hast. Die Welt ist ein besserer Ort mit Freya darin. Nur, gebt ihr Zeit, Freunde. Ihr werdet sehen. Dann zurück zu Tyrs Tempel. Ein letztes Mal. Ja, Jötunheim wartet.